Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Projekt auf diesem Kanal. Es dreht sich um Super Mario Land, 6 coolen Coins, DX2, habe ich auch noch irgendwie vergessen. Kam 1993 für den Game Boy raus. Ich weiß gar nicht, ob Game Boy Color, aber Game Boy auf jeden Fall. Es war damals noch schwarz-weiß, das weiß ich. Das weiß ich, haha. Und schwarz weiß ich es auch. Also weiß-schwarz, ja egal. Auf jeden Fall habe ich das früher als Kind irgendwann mal gespielt, obwohl ich ja noch gar nicht auf der Welt war, als das rauskam. Aber irgendwie fiel mir das dann mal in die Hände bei meinem Game Boy Color. Und ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass es irgendwann mal in Farbe war, aber anscheinend ist das schwarz-weiß laut Wikipedia-Artikel. Und ich habe jetzt diesen DX-Mod darauf geknallt, dass hier Farbe ist, damit ihr euch das geben könnt. Ich habe es auch gestreckt, damit hier Vollbild ist und alles. Und ja, um was geht's in diesem Spiel? Es ist halt ein Mario, ein ganz altes Mario. Und im Groben geht's darum, dass Wario Marios Schloss geklaut hat oder eingenommen hat. Ja, Mario hat ein Schloss, kein Plan. Und nein, es geht nicht darum, dass man irgendwie eine Prinzessin hier rettet. Beim ersten Teil war das anscheinend noch so, dass man Daisy retten sollte, aber in diesem Teil kommt nicht mal eine Prinzessin vor, also man soll einfach nur sein Schloss bzw. sein ganzes Land hier befreien, weil Wario dachte sich, jo, Mario rettet Daisy im ersten Teil. Ja, dann gehe ich doch einfach mal in sein Land und nehme da alles ein. Und jetzt hat er hier, glaube ich, 6 Leute verzaubert, deswegen heißt das auch 6 Coins. Und ja, das heißt, es gibt 6 Bosse, die man besiegen muss und die haben alle Coins. Und wenn man die alle besiegt hat, dann hat man sein Land hier zurückerobert. Und in dieser Mod kann man auch irgendwie noch Luigi spielen, aber der hat anscheinend andere Movements, deswegen werden wir ihn nicht nehmen. Und wir gehen einfach mal in die B-Röhre rein. So, und ich hoffe, oh Gott, das ist laut. Ich glaube, die Story wird nicht erklärt, deswegen einfach mal so. Ich kann ja mal kurz aus dem Wikipedia-Artikel vorlesen. Da steht: Als der italienische Klempner Mario aus dem Sarasaland zurückkehrt, ja, das hieß Sarasaland in Mario 1, Land 1 und so, wo er Prinzessin Daisy aus den Fängen des außerirdischen Tatanga befreit hatte, stellte fest, dass das Mario-Land erobert wurde. Der Eindringling ist Wario, der eigentlich Marios Zwillingsbrüder sein könnte, wenn er nicht so fett und fies wäre. Ja, genauso steht das da drin. Schon seit ihrer Kindheit sind die beiden Konkurrenten, denn Wario war stets auf die Beliebtheit des Klempners neidisch. Nachdem er schon mehrfach Marios Schloss zu erobern versucht hatte, nahm er während Marios jüngster Abwesenheit dessen Land ein, verzauberte die Bewohner und drang in das Schloss ein. Dazu brachte Wario die 6 goldenen Münzen in seinen Besitz, mit denen das Schlosstor geöffnet wird. Er versteckte sie an magischen Orten, an denen sie nun von den verzauberten Bewohnern des Landes beschützt werden. Um sein Schloss zurückzuerobern und das Mario Land sowie dessen Bewohner zu retten, muss Mario die 6 goldenen Münzen aufspüren und seine Doppelgänger Wario aus dem Schloss vertreiben. Naja, das ist die Story, Leute. Richtig krass und innovativ. Jetzt sind wir noch zu laut, muss ich sagen. Ja, und hier sind wir im ersten Level drin. Ich muss sagen, die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Muss man sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen, vor allem weil das jetzt halt so gestreckt ist. Eigentlich ist ja, Alter, der erste Goomba, den krieg ich tot. Haha! Eigentlich war der Game Boy Color halt 4:3. Alter Pilz! Und mir fällt jetzt schon was auf. Und zwar die erste Änderung bei Mario Land 2 ist, dass man auch nach links laufen kann. Ich glaube, das ging nämlich bei Mario Land 1 nicht. Beziehungsweise ich weiß es, weil ich da gerade ein Let's Play beim guten Kloxen gesehen habe. Also wenn ihr auf Mario Land 1 steht, dann könnt ihr da gerne mal vorbeigucken. Der hat sich richtig viel Mühe gegeben, zumindest bei seiner ersten Folge. Da hat er so den Manga irgendwie von Mario Land eingefügt und allen möglichen Hintergrundstory und bla bla bla. Also da könnt ihr reingucken, wenn ihr Mario Land 1 sehen wollt. So, auf jeden Fall wird es hier ein sehr kurzes Projekt, denn das Spiel soll angeblich nur so 2 Stunden gehen. Ich weiß nicht, das werden wohl so 4 bis 5 Folgen werden, deswegen ist es halt wirklich ein Mini-Projekt. Aber endlich mal wieder ein Projekt, das ich auch... Oh, ein Stern? Lol. Okay, strange Musik, muss ich sagen. Aber ein geiler Counter. Und anscheinend sind die Checkpoints hier einfach eine Glocke. Whatever. Ich habe mich halt überhaupt nicht vorbereitet. Warte. Die Blume hätte ich schon gerne. Ist so krass. Wie soll man da denn rankommen? Als ob es hier einen Drehsprung gibt. What? Den gab's damals schon. Das ist ja richtig krass. Ich lerne hier ganz neue Sachen kennen, Leute. Oh, die kann man mit Feuer kaputt machen. Okay, das ist auch neu für mich. Ich meine, ich habe es früher mal gespielt als... Oh, und man kann hier auch in Röhren reingehen, obwohl da eine Pflanze drin ist. Ich glaube, das war bei Mario Land 1 auch nicht so. Da waren die Röhren dann besetzt, wenn da irgendjemand drin war. Cool, ich lerne hier ein altes Spiel, das ich damals gespielt habe, nochmal ganz neu kennen. Ich muss aber auch sagen, das Einzige, an das ich mich erinnere, hier müsste das Ziel sein. Ja, es ist einfach eine Glocke. Warte, die will ich schon mitnehmen. Ich muss aufpassen, dass ich hier die sehr glücklichen Blöcke nicht kaputt mache. Ach, komm schon. Die sind schon sehr glücklich, muss ich sagen. Die machen diese Dach-Dach-Smiley machen die. Ja, ich habe die Glocke erwischt.
Ist die Frage, ob man die überhaupt kriegen muss, um das hier zu schaffen. Hey, was geht denn jetzt ab? Voll die Reizüberflutung. Ich weiß schon, warum ich das als Kind so gemocht habe. So, was will ich denn haben? Ich glaube, ich will die Karotte will ich haben. Okay, jetzt! Gib mir die Karotte! Ja! Oh! Alter, ich bin der beste Spieler aller Zeiten. Habe ich die jetzt? Was hat die gemacht? Werde ich jetzt zum Hasen oder so? Oh, und wir können uns frei bewegen in der Welt, wie es aussieht. Das ist halt wirklich ultra lange her. Ich glaube, ich habe das mit 5 Jahren oder so gespielt. Guck mal, da ist er. Da ist er, der Wario. Da oben. Das ist unser Schloss. Wieso haben wir so ein düsteres Schloss? Hallo, Wario? Achso, ah, hier braucht man die 6 Coins. Okay, kapiert. Und Wario tänzelt da oben rum, der Spacken, Alter. Vielleicht mache ich das aber auch so, dass ich pro Folge einen Boss besiege. Ich muss ja erstmal klarkommen. Das Einzige, wirklich das Einzige, an das ich mich erinnere bei diesem Spiel, weil ich halt so klein war, ist, dass man irgendwann mal... Ah, komm, ach doch, an den erinnere ich mich jetzt auch. Also kann sein, dass ihr Nostalgie auf jeden Fall wieder auflebt. Die Twizo, das klingt doch, das klingt ganz nett, die machen wir mal. Aber das Einzige, an das ich mich erinnere, ist tatsächlich nur ein Boss. Und dieser eine Boss sind so 3, als ob es ja auch schon Molds gab. Ey, jetzt ohne Witz, die sehen doch aus wie die von Digimon. Und Frösche gibt's ja auch, alles gleich an. Nee, also das Einzige, an das ich mich erinnere, sind 3 Schweinchen, die sehr an dieses... Was ist das denn für ein Viech? Geh mal weg. Komische Dinger hier. Ganz komische Gegner. Ach man. Aber die sehr an dieses Gedicht, nee, kein Gedicht, an diese Fabel, wie nennt man das? Gebrüder Grimm und so. Märchen! Ah, ich glaube, das ist ein Mistkäfer oder so. Die sehen ja strange aus. Genau, sehr an die Gebrüder Grimm da erinnert, an ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. Ohne Witz, der sieht aus wie dieser Drillbot von Digimon. Man kriegt hier aber recht viele Power-Ups, muss ich sagen. Also so gemein ist das Spiel jetzt nicht. Okay, und da oben kommt man nicht hoch. Das ist ja jetzt lame. Gibt es da vielleicht irgendwo eine Ranke? Kann man hier hoch? Ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Okay, super lame. Ich weiß halt nicht, ob es hier irgendwie Kaizo-Blöcke oder sowas gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es keine gibt. Na, und man kann auch auf diese komischen Libellen rauf. Das ist ja nett. Also eigentlich freue ich mich nur mega auf die Bosskämpfe, weil die waren, glaube ich, sehr, sehr geil damals. Ach ja, und ich glaube, ich habe wirklich Stunden damit verbracht, diese komischen Schweine da zu besiegen. Irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als Kind schon verstanden habe, was hier so abgeht. Ich habe einfach gedacht, yo, ist alles schön und so viele verschiedene Gegner und sowas. Ganz schön cool. Richtig witzig. Hey, immer diese Minispiele hier, ist ja mega witzig. Okay, was wollen wir haben? Muss man jetzt gucken, wo das hingeht? Was machen die Mäuse? Ich meine, so ein ähnliches Minispiel gab es auch bei dem DS-Teil. Und wo ist denn jetzt eigentlich meine Möhre hin? Egal, wir gehen mal zur Möhre. So, wo geht das? Hä? Ach, der kommt von unten, so ein Elektrosch... Als ob ich sogar meine Möhre bekomme. Ich bin der beste Möhrenkämpfer aller Zeiten. Aber die erste Möhre war irgendwie nicht da. Okay, komm, wir machen heute die Tree-Zone und dann ist alles cool. So, und was hat das jetzt gemacht? Ah, damit kann man so ein bisschen gleiten, wenn man in der Luft nochmal A drückt. Ja, okay, mega gut. Was ist das hier? Warum sind hier... Okay, egal. Irgendein Blub ist da. Ich glaube, ich will da nicht... Ich glaube, ich will da nicht rein. Was sind das denn? Was? Das ist eine Kuh als Fisch verkleidet? Ich dachte, es wäre noch ein Einhorn, aber der hat 2 Hörner. Es ist einfach eine Fischkuh. Ah, das hier... Warte, ist das irgendwie Honig oder so? Also man stirbt da drinnen zumindest nicht. Machen die Fischkühe das hier? Ist das Butter vielleicht? Das kann sein. Das kann sehr gut sein. Ach, ich freue mich. Das Spiel ist irgendwie witzig. Ich bin aber tatsächlich überrascht, was es hier alles für komische... Enemies gibt. Gibt nämlich ganz schön viele verschiedene. Ich hätte gedacht, das Spiel ist schwerer. Oh, nee, will ich nicht, oder? Doch, will ich doch. Will ich schon. Will ich schon. Damit kann man nicht Gegner töten, außer... Fuck. Mein Spiel ist abgekackt. Warte, ich bin wieder drin. Bin wieder drin, hab nur mein... Yo! Okay, das ist so ein Bomb-Cooper. Davon hat nämlich der Kloxen auch in seinem Let's Play geredet. Ah! Bitte, Mario, bitte nicht sterben. Bitte nicht. Du musst doch dein Land befreien. Warum auch immer du ein eigenes Land hast und... Au. Und ein eigenes Schloss. Erster Tod. Ach hier, Checkpoint hatten wir ja. Aber, oh, guck mal, hier kriegt man gar keinen Power-Up.
Das ist ja blöd, aber da war was drin, ne? Ah, guck, und in dem Spiel ist es auch noch so, dass wenn man einmal einen Pilz hat, dann ist das nächste Power-Up, das man sich rausholt, auf jeden Fall eine Blume. Okay, dieser Part ist aber ein bisschen assig, muss ich sagen. Ist ja fast schon Kaizo hier, wow. Naja, nicht so wirklich. Ich sollte auch eigentlich gut im Training sein, aber man muss einfach nur spammen, dann schafft man das hier voll easy. Weil ich ja, wow, Mario Maker die ganze Zeit spiele. Aber ich finde, das ist eine schöne Alternative mal zu die ganze Zeit nur Mario Maker. Wie seht ihr das, Leute? Also ich bin irgendwie happy. Vielleicht hört man das an meinem Kommentar-Stil. Ich bin gespannt, was hier sonst noch so wartet und ob ich halt wirklich noch irgendwelche anderen Sachen erkenne. Von damals. Bin ich da hoch? Komm ich da überhaupt hoch? Ich kann hier unten sowieso nicht rein. Ah, nee. Das ist ja ekelhaft hier. Okay. Haben wir hinbekommen? Wieso gibt's hier... Oh Gott! Wieso gibt's hier überhaupt sowas? Kommt man da oben auch noch hin? Alter, das ist bestimmt irgendein Geheimnis. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Shit, kommen wir da später noch hin? Kommt man da hin, wenn man hier reingeht? Das wird gar keinen Sinn machen. Ist übrigens Sprite-basiert. Hier kommt halt gar nichts raus und auch nichts rein. Und überhaupt gar nichts. Was ist hier? Gibt's hier vielleicht doch Kaizo-Blöcke? Ich weiß das alles auch nicht so richtig. Das ist das Ziel. Aber da gab es doch noch so eine Röhre. Das finde ich jetzt strange, Leute. Was hatten die Röhre da auf sich? Und das hier funktioniert irgendwie auch nicht so richtig. Okay. Ich glaube, wir durften eben nicht rausgehen. Ich bin der allerbeste Möhrenfänger aller Zeiten. Jetzt ohne Witz. Ah ja, die kommt zu mir. Ich hätte nicht rausgehen dürfen, Lel. Dann hätte ich auch letztes Mal schon meine Möhre haben können. Und das verleiht dem Ganzen dann eine richtige Strategie hier. Was für Items man mitnimmt für das nächste Level. So, wir können jetzt zu den Bienen gehen. Oder aber wir gehen zu den Ameisen. Ich will zu den Ameisen. Komm, jetzt sind wir sogar auf dem Baum drauf. Oh, ist das geil hier, Ameisen. Und Maikäfer gibt's hier. Eine Blume, die will ich nicht. Ich will auch fliegen, so wie alle anderen auch. Damit ich hier nicht ausgeschlossen werde. Guck, und selbst Nintendo, obwohl das kommt gar nicht von Nintendo, by the way, hat nicht Nintendo programmiert, sondern deren Research-Team oder sowas. Oh, die es inzwischen noch nicht mehr gibt, aber die haben Wario irgendwie erschaffen und... Stimmt, habe ich das schon erzählt? Das ist das erste Spiel, wo Wario als Charakter vorkam. Und dann gleich als Bösewicht, der blöde Jan. Ist aber gar nichts. Einfach nur ein Lebensupgrade? Okay. Oh, das frage ich mich halt auch noch in diesem Spiel. Dass wenn man verkackt, also sein ganzes Leben verliert, wo man dann startet. Weil ich weiß, dass man bei dem Secret Leveln... Lel. Wo muss ich denn hier hin? Vielleicht doch hier oben irgendwie lang? Auf jeden Fall bei den Secret Levels von Mario. Ah ja, man muss da runter. Okay, verstehe ich. Was bist du denn für ein Viech? Da war das auf jeden Fall so, dass wenn man seine ganzen... Oh, okay. Wenn man seine ganzen Leben verliert... Was ist los mit dir? Wo führst du mich hin? Kleine Fliege? Oh, vielleicht ist das auch eine Ameise. Es gibt doch so Ameisen, die fliegen können. Was wollte ich jetzt... Alter, man kann die Kamera hoch und runter bewegen. Wie gut ist das denn? Okay. So viele Sachen hier. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas mit... Ich weiß es nicht mehr. Auch egal. Was habe ich denn gerade gesagt? Scheiße. Doofes Hamster gehört. So, dann gehen wir hier einfach kurz zum Boss. Und dann haben wir auch schon die erste Folge, nämlich... Richtig easy. Nein, Mario! Aber kommt man nicht auch so ins Ziel? Muss ich? Ich weiß halt nicht, ob ich es mitnehmen muss oder nicht. Was habe ich denn gesagt? Ich habe gesagt, es gibt Ameisen, die fliegen können. Und ich wollte aber noch irgendwas anderes sagen. Ich krieg das nicht hin, Leute. Ich kann locker auch einfach ins Ziel gehen, aber ich will das jetzt schaffen hier. Komm wieder zurück. Easy. Wie beim Bowl dann. Dann möchte man ja auch ganz nach oben kommen. Damit man auch, ja, die Glocke da glöcken kann. So, ich hole mir natürlich. Nein! Ich habe gefailt. Nein. Möhrengott, sei mir bitte nicht sauer. Geil, aber drei Leben ist auch okay. Ah, genau. Ob das so ist wie bei den Secret Leveln, dass man dann ganz vorne wieder anfangen muss. Oder ob man nur das Level wieder neu anfangen muss. Oder die ganze Welt, man weiß es nicht. Ich versuche einfach mal nicht zu sterben. Also nicht meine ganzen Leben zu verlieren. So, erster Boss, Leute, seid ihr bereit? Ich kann mich an den Vogel erinnern, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wie man den besiegen musste. Ein Pilzchen! Ich bleib hier einfach mal drauf, okay, ich bleib doch nicht drauf. Finde ich krass, dass es hier auch schon diese fliegenden Gumbas gibt und alles. Upp, oh, okay.
Eine Eule, die fliegt nach oben. Ja, geil, danke, danke, du weise Eule. Solange ihr nicht so böse seid wie bei Songbird Symphony und nicht so blöde Lieder habt. Oh Gott, hier gibt's, glaube ich, auch noch Pinguine, ne? Das wird auch eine richtig schlimme Ebene, Leute, mit den Pinguinen. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ich finde cool, dass da so ein Drehsprung... Ah! So, Wolke, verarsch mich bitte nicht nochmal, danke. Oh Gott, ey. Okay, da, hier ist das ein bisschen komisch mit der Steuerung. Ich will bitte wieder auf festes Gelände. Ja, eine Glocke. Du blöder Vogel, stirb. Haha. Ich frag mich auch, ich frag mich ganz schön viele Sachen, muss ich sagen. Oh, das wird uns helfen. Ja, geil, vor allem man ist dadurch halt richtig langsam unterwegs. Kann man, ah, okay, man kann es auch doppelt und dreifach aktivieren, wenn man einmal in der Luft ist. Will ich jetzt? Warte, ich komme doch hier bestimmt hoch. Ah ja. Guck, so, das war früher doch so. Da hat man auch gesehen, wo man hin landet. Sehr schön. Ist ja heutzutage alles dann andere Gebiete und so. Ich frag mich, weil wir gerade... Oh ja. Als Hasen-Mario kann man gar nicht so eine Nach-Unten-Attacke machen, merke ich gerade. Okay, lol. Wir haben Münzen. Und die behalten wir anscheinend auch über die Level hinweg. Wir haben gerade 193 Münzen. Und es wird auch gezählt, wie viele Gegner wir töten, warum auch immer. Dann frage ich mich, ob man mit den Münzen vielleicht noch irgendwas machen kann. Ein Glück haben wir diese Hasendinger, ey. Da ist eine Wolke, ich sehe sie ganz genau. Okay, ich glaube, wir sind jetzt schon beim Boss. Seid ihr bereit für den ersten Bossfight? OMG! Ah ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, okay, ich glaube, man muss da immer nur auf den raufspringen. Er kam halt ab und zu immer mal runter, wie diese Sonne und sowas. Und dann muss man auf ihn raufspringen. Sollte ja richtig einfach sein, wenn wir hier unsere... Moment, warte. Wir kriegen das hin. Ich glaube, der wird sogar noch wütend. Wenn wir hier aber unsere... Aha! Hasenhorn einsetzen, das wird richtig gut. Ich glaube, wenn man ihn zweimal hittet, dann ist er einmal beim dritten Mal richtig, richtig wütend. Oder? Vielleicht muss man die auch häufiger als dreimal treffen. Aber ich kann mich irgendwie daran erinnern... Hä, dass sie wütend werden? Doch nicht? Ich hätte gedacht, die haben zwei Phasen. Ach, die erste Coin! Sie war im Ei versteckt. Ist ja unfassbar. Ja! Das ist der... Die Baumcoin, Leute, die Baumcoin. Dankeschön. Cool. Okay, dann würde ich sagen, machen wir pro Folge eine Coin und dann sind wir cool. Was gibt's hier? Ach, guck mal, hier kann man sein Geld ausgeben. Okay, oh, Alter. Wollen wir noch Geld sparen für einen 200er? Ja, ich glaube schon. Mhm. Aber so wie es aussieht, kann man tatsächlich einfach hingehen, wo man will. Man kann die ganze Welt auf jeden Fall bereisen. Guck, hier oben. Ach, hier waren wir ja schon. Und jetzt ist hier aber eine Coin. Na, Wario? Hast du schon Angst? Bald bin ich da. 5 Coins fehlen nur noch. Gut. Und an dieser Stelle, an diesem schönen Tor mit einer Coin inzwischen, würde ich ja sagen, was ist das mit dieser Folge? Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr die anderen Folgen nicht verpassen wollt, dann auch ein Abo. Und ja, dann kommen anscheinend noch 5 bis 6 Folgen Mario Land. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.